waste. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute bringe ich mal ein neues Format, wo ich über wilde News aus dem Ausland berichte. Manchmal werde ich nämlich auf sehr komische Sachen aufmerksam und da dachte ich mir, mache ich das doch einfach mal zu Content. Kommen wir ohne lange Umschweife zur ersten News. Im Internet kursiert aktuell ein Video von einer mutmaßlichen Karen, die in New York City ein Citybike von einem schwarzen jungen Mann klauen möchte. Karen beschreibt in der Meme-Kultur übrigens eine Person mit einem bestimmten Verhalten, beispielsweise eine, die bei einer Beschwerde sofort mit dem Manager sprechen will. Das Video ging viral und die Frau wurde unter dem Namen Citybike Karen bekannt. Schauen wir doch einfach mal in das Video rein. Die jungen schwarzen Männer behaupten also, dass das Bike ihnen gehören würde und die mutmaßliche Karen es klauen möchte. Und was passiert bei solchen Themen natürlich? Twitter hat mal wieder gebrannt. Sämtliche Persönlichkeiten, speziell die, die sich für die Rechte von Schwarzen in den USA einsetzen, meldeten sich zu Wort. So schrieb zum Beispiel Ben Crump, ein bekannter Rechtsanwalt in den USA, folgendes. Das ist inakzeptabel. Eine weiße Frau wurde auf Kamera erwischt, wie sie versucht, ein Citybike von einem jungen schwarzen Mann in New York City zu stehlen. Sie versuchte, ihre Tränen als Waffe einzusetzen, um den Mann als Bedrohung darzustellen. Das ist exakt das Verhalten, das so viele schwarze Männer in der Vergangenheit gefährdet hat. Tariq Nasheed, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, schrieb auch etwas dazu. Ich habe zwar keine Ahnung, wer das ist, aber er hat einen blauen Haken, also muss er ja wichtig sein. Genau. Eine mutmaßliche weiße Rassistin versuchte, ein Citybike von einem schwarzen Kind zu stehlen, nachdem er dafür bezahlt hat. Und als seine Freunde sie daran gehindert haben, hat sie alle Karen-Taktiken verwendet, um die schwarzen Jugendlichen in die Enge zu treiben. Nach Hilfe schreien, Fake heulen und Mayo-Bubbeln? Alles klar. Der Grund, warum solche Sachen in den USA so groß diskutiert werden, ist natürlich das riesige Rassismusproblem dort. Deshalb wird die Hautfarbe in den Tweets immer so stark betont und solche Kampfbegriffe wie White Supremacist verwendet. Bis hierhin ist die Geschichte für uns in Deutschland noch nicht relevant. Erst das, was danach passiert ist, macht es für uns interessant. Denn Tage später stellte sich heraus, dass die Rollen in der Tat umgekehrt waren. Tatsächlich hat die Frau für das Bike bezahlt und die schwarzen Jugendlichen wollten es klauen. Was für eine Wendung! Ihr Anwalt konnte nämlich mit Hilfe der Quittung beweisen, dass sie das Citybike bezahlt hat. Die Frau heißt eigentlich Sarah Conrie und ist eine schwangere Physikassistentin, was vielleicht auch ihren emotionalen Umschwung in dem Video erklärt. Was hier bei den Leuten auf Twitter passiert ist, nennt man Confirmation Bias oder zu Deutsch Bestätigungsfehler und diesem unterliegen wir alle. Die gute MyLab hat dazu mal ein sehr gutes Video gemacht, also lassen wir sie doch mal erklären, was das überhaupt ist. Confirmation Bias ist ein menschliches und sehr gut untersuchtes Phänomen. Confirmation Bias beschreibt die Tatsache, dass wir Informationen, die unser eigenes Weltbild stützen, prinzipiell als glaubwürdig und relevant betrachten, während wir Informationen, die nicht in unser Weltbild passen, ignorieren oder als Quatsch abtun. Und das ist genau das, was auf Twitter gezeigt wurde. Der Rechtsanwalt, der sich gegen Diskriminierung von Schwarzen einsetzt, hat in dem Video die Diskriminierung von Schwarzen gesehen. Und bevor er alle Fakten kannte, hat er Sarah Conrie bereits als Karen abgestempelt. Und wie ich bereits sagte, wir sind alle vom Confirmation Bias betroffen. Ich selbst bin da auch keine Ausnahme. Wir sollten also alle versuchen, uns und unsere Meinung öfter zu hinterfragen. Versuchen, alle Fakten zu kennen, bevor wir irgendwas in die Welt rausposaunen, vor allem mit riesiger Reichweite. Kommen wir damit zur zweiten News von heute. Am 17. Mai wurde in der britischen Daily Mail ein Artikel von Karen Krizanovic veröffentlicht. Die heißt einfach wirklich Karen? Kannst du dir nicht ausdenken. Dieser Artikel ist meiner Meinung nach an Dreistigkeit nicht zu überbieten, denn sie ist Opfer einer schlimmen Hat ihres Mannes. Ihr Mann hat nämlich die Schlösser zu ihrem gemeinsamen Haus ausgetauscht, nachdem sie ihm gebeichtet hat, dass sie ihm fremdgegangen ist.
Das ist kein Scherz. In dem Artikel heult sie nonstop darüber, dass ihr Mann ja die Schlösser ausgetauscht hat, nachdem sie literally eine Affäre hatte. Also nicht nur ein einmaliger Fehler, dass sie einmal fremdgegangen ist. Nein, sie hatte eine Affäre. Klar, sie gibt in dem Artikel auch zu, die Person gewesen zu sein, die einen Fehler gemacht hat. Aber nur ein paar Sätze weiter schreibt sie Folgendes. Und ich stimme zu. Ja, es war falsch von mir fremd zu gehen, aber der Schmerz und die Demütigung, die ich über die Art und Weise empfand, wie meine 8-jährige Ehe endete, ebenfalls innerhalb weniger Stunden nach der Entdeckung durch meinen Mann, haben mich jahrelang jeden einzelnen Tag beeinflusst. War mein sofortiger Rauswurf aus der Ehe wirklich das Richtige für meinen Mann? Ist ein furchtbar verletzter Stolz ein ausreichender Grund, um Jahre der gegenseitigen Unterstützung und ja, des Glücks wegzuwerfen? Gegenfrage, Karen. Finde ich übrigens geil, dass ich Karen hier nicht mal als Beleidigung nutzen muss, weil sie wirklich Karen heißt. Jedenfalls Gegenfrage, Karen. Ist ein wenig Spaß im Bett mit einem anderen Typen ein ausreichender Grund, um eine 8-jährige Ehe zu gefährden? I doubt it. Wie kann man denn wirklich einfach fremdgehen und sich dann in die Opferrolle drängen, weil der Mann dann die Beziehung beendet? Dementsprechend braucht man sich auch nicht über die Kommentare unter diesem Artikel wundern. Gut. Das Gefühl des Anspruchs ist überwältigend. Der Mann ist mit viel Glück davongekommen. Viel Glück für ihn. Armes kleines Ich. Und Kommentare, die sich auf die Seite von Karen stellen, erhalten tausende Dislikes. Und versteht mich nicht falsch, ich will ihren Schmerz nicht kleinreden. Ja, es wird sich schlecht angefühlt haben, nach Hause zu kommen und die Schlösser sind ausgetauscht. Aber das kam ja nicht aus heiterem Himmel. Sie war auf einer Geschäftsreise, hat dort ihrem Mann gestanden, eine Affäre zu haben. Und bevor sie zurückkam, hat er halt die Schlösser ausgetauscht. Aber trotzdem kannst du ja nicht einfach einen Artikel veröffentlichen, wo du dich so dermaßen in die Opferrolle drängst. Ja, es fühlt sich schlecht an, aber verdient hast du es dann alle Male, ganz einfach. Und da habe ich dann auch kein Mitleid, auch wenn ich das Leid, das sie erfahren musste, anerkenne. Ich selbst habe in meinem Leben auch einige Fehler gemacht, aber ich erwarte kein Mitleid für das damit einhergehende Leid. Ich bin nämlich selbst für das Leid verantwortlich und ich habe das Leid auch verdient, weil ich Fehler gemacht habe. Vor allem, weil ich mit meinen Fehlern anderen Leuten ja auch Leid zugefügt habe. Kommen wir damit zur letzten News von heute. Der Twitter-User Benny S. beschwerte sich darüber, dass die Culture den Film Tropic Thunder mit Ben Stiller und Robert Downey Jr. canceln wollen. Dabei richtete er auch an Ben Stiller die Bitte, dass er aufhören solle, sich für den Film zu entschuldigen. Was halt lustig ist, weil Ben Stiller behauptet, er habe sich ja nie für den Film entschuldigt. Ich entschuldige mich nicht für Tropic Thunder. Weiß nicht, wer dir das erzählt hat. Es war schon immer ein kontroverser Film. Bin stolz auf ihn und die Arbeit, die jeder dort reingesteckt hat. Ach ja, Ben Stiller, warum hast du dann 2018 das hier gepostet? Aber warum soll der Film denn jetzt überhaupt gecancelt werden? Naja, Robert Downey Jr. zeigt sich im Film halt mit Blackface. Aber, und das finde ich ganz wichtig zu erwähnen, er spielt nicht einfach so einen schwarzen Charakter, den man dann auch durch einen schwarzen Schauspieler hätte casten können. Der Film parodiert unter anderem den Kriegsfilmklassiker Apocalypse Now und handelt von einer Gruppe von Schauspielern, die sich im wilden Dschungel Vietnams aussetzen lassen, um sich besser in die Gedankenwelt von US-Soldaten einzufinden. Robert Downey Jr. spielt in dem Film Kirk Lazarus, einen Method-Schauspieler, der seine Haut chirurgisch verdunkeln lässt, um einen schwarzen Soldaten zu spielen. Robert Downey Jr. spielt also in dem Film einen Weißen, der sich mit Blackface zeigt. In dem Film geht es also auch darum, zu zeigen, wie falsch Blackfacing ist. Und in diesem Kontext finde ich persönlich das auch absolut angemessen, das so zu machen, wie es in dem Film gemacht wurde. Auch Robert Downey Jr. hat sich dazu geäußert und hat noch ein paar nice Insider-Infos gedroppt. Er sagt das. Ich denke, dass es niemals eine Entschuldigung dafür ist, etwas zu tun, das fehl am Platz und aus der Zeit gefallen ist. Aber für mich hat es den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich denke, eine moralische Psychologie zu haben, ist Job 1. Manchmal muss man einfach sagen, ja, ich habe Mist gebaut. Zu meiner Verteidigung, in Tropic Thunder geht es darum, wie falsch Blackfacing ist, also mache ich eine Ausnahme. Und auch das hier finde ich interessant, sollte man bei der Debatte mit dem Blackfacing in dem Film vielleicht auch berücksichtigen. Robert Downey Jr. war sogar so sensibilisiert auf das Thema, dass er sich die Erlaubnis der NAACP, Nationale Vereinigung für die Förderung farbiger Menschen, einholte, bevor er Stiller seine Zusage zu Tropic Thunder gab. Ob ihr den Film also deswegen canceln wollt oder nicht, müsst ihr selbst wissen. Ich persönlich finde es aber schwachsinnig. Aber das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked es gerne und abonniert hier meinen Kanal. Schreibt mir eure Meinung zum Thema wie immer in die Kommentare und klickt dann auf diese beiden Videos hier. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.